das ist jeden Tag aufs Neue für mich ein Kampf. Jeden Tag. Moin. Also ich muss jeden Tag immer wieder aufs Neue mich beweisen, kein Alkohol. Durch den Alkohol habe ich mir vieles halt kaputt gemacht. Und deswegen war für mich das dann eindeutig, nee, jetzt musst du was tun, ansonsten wirst du genauso wie die anderen 1,18 mal 2 Meter liegen, also auf dem Friedhof. Und deswegen war das auch für mich sehr, sehr gut gewesen mit der Suchtberatung, dass die mir auch das dann angeboten haben, mir zu helfen mit Therapie. Und ich habe innerhalb von 1,5 Monaten gleich die Sofortbewilligung gekriegt, dass ich einen Therapieplatz bekomme. Die 13 Wochen komplett voll ausgenutzt habe. Und ich musste das auch erst lernen. Und das habe ich auch über die Therapiestunden auch gelernt und so, dass ich dazu stehe, dass ich halt Alkoholiker bin und bleiben werde. Meine Einstellung zu meinem Leben selber hat es sehr viel gebracht, dass ich dann auch mit solchen Leuten halt dann drüber sprechen kann, ohne dass ich dann wieder diskriminiert werde oder von oben herab, du scheiß Alki, weil habe ich genug von schon mitgekriegt in so meinem Leben. Und deswegen bin ich froh, dass die Leute es ernst nehmen und dann auch sagen, so weiter, komm Andreas, es wird mal Zeit, dass du auch mal versuchst, mal dein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Und ich bin auch froh darüber, dass ich das nutzen durfte.